Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich suche jetzt gerade was hier. Was suche ich denn eigentlich? Ah, das suche ich, alles klar. So, da sind wir am Start. Und ja, Clash Royale in Clash of Clans. Hört sich witzig an, ist aber so. Aber ich hatte die Tage ja schon gesagt, in diesem Spiel hier ist einfach alles offen und du kannst da alles auch so ein bisschen mischen. Das haben wir, oder das habt ihr bei mir noch nicht gesehen. Das hat man zum Beispiel auch in den drei Minispielen gemacht und die irgendwann ja womöglich auch rauskommen. Ich kann es euch gar nicht genau sagen, da mich die wirklich nicht so wirklich interessieren. Und auch Clash Royale ist nie so richtig mein Spiel geworden, auch Brawl Stars nicht. Ich meine, ich spiele beide Spiele, ja, so ab und zu, aber ich suchte das jetzt nicht. Und aber es hat hier Einzug gehalten und ich habe es ja tatsächlich gestern schon gesehen, denn ja, man konnte natürlich gestern noch nicht, aber heute konnte man natürlich in den Shop gehen und kann sich die royale Szenerie angucken. Ist immer ein bisschen klein, finde ich. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache euch die mal ein bisschen größer, dann können wir auch mal reinscrollen. So, dann mache ich euch die mal ein bisschen größer und dann können wir auch mal reinscrollen. Also eigentlich von den Farben her, muss ich sagen, ist augenfreundlich. Sowieso so ein Orange-Rot ist immer so ein bisschen augenfreundlicher. Und dementsprechend finde ich das eigentlich in Ordnung. Und es hat ja halt die Züge von Clash Royale. Hier unten sehen wir das Feld, wo ja gespielt wird mit den drei Türmen. Also ein bisschen kenne ich es ja doch. Was mich ein bisschen wundert, muss ich sagen, ist, wo die Schiffe hingekommen sind, beziehungsweise wie man mit der Szenerie hier, ich kann mir nur vorstellen, dass das hier unten ist, in den beiden Kreisen hier, wo die Wagen stehen oder diese Buden stehen, dass man dort jeweils dann in die, also einmal mit dem Schiff in die Bauarbeiterbase fährt und einmal dann auch in die Clanstadt fliegt. Und aber, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil es ist irgendwo nicht so richtig drin hier. Und ja, aber ist nicht so schlimm. Ich finde es in Ordnung. Es gab in letzter Zeit wirklich viel hier bei Clash of Clans zu kaufen. Aber man kann auch ein bisschen was spielen. So ist es ja nicht, denn es gibt eine Szenerie dazu, also oder eine Challenge dazu. Die Royale Challenge. Ich hatte schon mal reingeschaut in die Challenge heute Morgen und beziehungsweise nachdem sie ja rauskam und ja, ich muss sagen, sie sieht witzig aus, muss ich sagen, halt wie ein Fußballfelder, sagen wir mal so, oder aber wie so ein Clash Royale Feld unterteilt. Die Türme sind hier dann die Bogenschützentürme und der große Turm auf der einen Seite ist halt die Clanburg und auf der anderen Seite ist es das Rathaus, alles Rathaus Level 11 und die Helden sind alle 1. Ich habe das Ding heute Morgen schon einmal angespielt mit einem anderen Account. Einfach mal so wie ich meine, wie man es machen kann, muss ich mal so sagen. Und ich habe tatsächlich hier hinten die drei Packer rausgeballert und habe hier einfach mal die Heiler genommen. Auch mal meine Queen mit dabei genommen. Ich meine, ist immer eine 40er Queen. Ist halt Max Rathaus 11, ne? Ist halt Max Rathaus 11. Hier nehmen wir nochmal den Ballon mit rein. Vielleicht ist er doch irgendwo ein Fältchen oder so. Und wir haben einen Klonzauber. Das ist sehr, sehr nett. Mal sehen, was man damit klonen kann. Heute Morgen habe ich meine Packer damit geklont. Das war sicherlich nicht ganz so schick. Und aber hat auf jeden Fall... Oh, jetzt ist meine Queen hier schon im Multi. Das wollte ich natürlich vermeiden. Ah ne, jetzt ist es wieder raus. Jetzt ist es aber leider wieder drin. Und das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. So, was klonen wir denn jetzt hier? Hawks und ich würde sagen, die Hawks und die Miner, die sind nämlich echt nicht schlecht und denen gönne ich hier auch nochmal so ein bisschen den Wutzauber. Ein Stern haben wir und jetzt haben wir das eine Feld eigentlich schon gemacht. Das eine Feld haben wir schon gemacht und das andere Feld, ja, da fällt uns sicherlich wieder was ein, wie wir das am einfachsten bringen. Und die Miner da oben gehen jetzt natürlich auf die Helden. Ich meine, die Helden sind nicht hoch, sind alle nur auf 1, aber ich meine, das war jetzt einfach mal so reingeworfen, ne? Das war jetzt nichts Wildes hier und trotzdem eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht. Finde ich, wir werden es nicht ganz schaffen, denke ich mal, denn die Single Infernos werden da einiges geben.
Und die Miner müssen sich ja jetzt auch noch mit den Eisgolems hier rumschlagen da oben. Aber gar nicht mal schlecht. Ich meine, einfach so reingeworfen, die Truppen. Ist das noch wirklich eine Challenge? Muss ich da wirklich jetzt noch so, oh, ich muss da eine heiße Taktik haben oder sowas? Das ist schwierig. Ich meine, die Miner sind immer noch dabei und machen hier Stück für Stück weg. Jetzt bisschen auf die Queen. Und das ist alles Level 1 Verteidigung hier unten. Das ist nicht gerade stark. Der letzte Held fällt da auch. Naja, Klamburg ist weg. Ich lass mal durchlaufen. Ich meine, Leute, das ist einfach so. Ich hab die Truppen wirklich einfach reingeschmissen. Wo sind die denn hier hinten? Ach, guck mal, da ist noch ein Trolltesla. Der ist hier wahrscheinlich in allen vier Ecken, ne? Ah, ne, da oben ist er nur, okay. Der ist also auch ein bisschen höher, okay. Der ist ein bisschen größer. Aber trotzdem, guckt euch das an hier. 90% einfach so. Ich meine, muss ich da jetzt so eine Ultra-Taktik für haben? Boah. Finde ich gar nicht mal so. Ne? 91% Mädels. Das ist immer gar nicht schlecht, ne? Return Home. Den Loot haben wir in jedem Fall. Gibt 1 Million und 10.000 Dunkles. Ist ja nicht schlecht. Ist ja nicht schlecht. Muss ich mal so sagen. Und würde aber auch ganz gerne noch ein bisschen Clash of Clans spielen. Gar keine Frage. Wir haben natürlich... Ja, ich irgendwie kommt mir die Woche jetzt noch kürzer vor, nachdem das die Raid-Wochenenden, also die Überfallwochenenden, ja auch jede Woche jetzt anstehen. Und ich musste jetzt auch echt mal wieder, ich habe mal ein paar Tage Pause gemacht, weil das brauchte ich jetzt einfach mal nach Liga und nach den Überfällen und dem ganzen Sortieren hier erstmal. Und aber wir dürfen es auf jeden Fall nicht vergessen, dass wir uns das ganze Zeug hier abholen und natürlich noch bevor das Ganze losgeht, hier in der Clanstadt, da ist sie. Achso, ich kann mir vorstellen, dass in der anderen Szenerie haben sie das einfach so reingebastelt. Da müsstet ihr euch die kaufen. Ich kaufe mir die nicht, weil ich nicht so der Clash Royale Spieler bin. Und bei uns geht es im Moment auch nicht so heiß mehr zu. Ruin. Ich muss mal jetzt mit meinem ganzen Accounts gucken, wo wir noch ein bisschen was aufbauen können. Aber ich habe schon gesehen, wir haben schon 105 Truppen. Also das ist natürlich schon wirklich nice, muss ich mal so sagen. Und da kriegen wir in jedem Fall ein bisschen mehr am nächsten Überfallwochenende hin. Ich meine, er startet jetzt schon am Freitag. Ich bin am Wochenende allerdings gar nicht da. Und oder so gut wie nicht da. Also so ein bisschen bin ich da, ja. Aber ein bisschen Clash of Clans wollte ich mit euch auch spielen. Und aber ich wollte noch was, und zwar wollte ich noch auf die Frechheit hinweisen. Das ist eine Frechheit, oder? 500.000 Elixier. Das ist eine Frechheit. Hier als Weekly Free oder Weekly Deal. Also die gefallen mir wirklich, muss ich sagen, nicht wirklich. Also das ist echt eine Frechheit. Ich meine, okay, sind 500.000 auf den Nacken von Supercell, aber noch 4 Tage Cooldown auf den nächsten Free. War das bei den täglichen Angeboten auch so mau? Boah, ich finde es echt eine Frechheit. Ich meine, 500.000 hier, aber einem hier wieder das Geld aus der Tasche ziehen mit 6,99 oder das Geld aus der Tasche ziehen wollen, das finde ich ist schon eine freche Machart. Und ich meine, irgendwann wird es dann auch irgendwas von Brawl Stars geben. Und ich meine, Clash Royale hatte ja sowieso schon Einzug gehalten mit einigen Truppen, muss man sagen, die sich da ja gleichen. Babydrache zum Beispiel oder Miner oder Perker. Ich meine, es gibt alle Truppen. So, wenn ich hier mal so rüber gucke oder so ziemlich alle Truppen, gibt es auch in Clash Royale. Brawl Stars fehlt hier noch ein bisschen, ne? Brawl Stars fehlt hier noch ein bisschen. Und mal sehen, wann das auf uns zurollt, um uns hier bei Laune zu halten. Aber das hält mich hier bei Laune. Erster Klick hier. Okay. Das hält mich in jedem Fall bei Laune hier. Ich muss nur gucken, wie ich jetzt vorgehe und was habe ich hier eigentlich drinnen. Ich nehme mal das Ding, glaube ich. Was habe ich hier drin? Warte. Ah ja, das ist auch immer irgendwie leicht buggy, ne? Wenn ich da drauf tappe, dass das immer so, dass das dann gleich wieder weggeht. Und, aber ich guck mal. Ja, das können wir so machen. Go, go, go. Gib Gummi. Und wir geben hier Gummi. So, das ist ein bisschen rumgespammy hier, Leute. Muss auch mal sein, ne? So ein bisschen rumgespammy hier, was ich hier so ein bisschen an den Tag lege. Und jetzt habe ich natürlich Karre genommen und wie heißt es?
Nicht Sprungzauber. Na, jetzt muss ich den Royal Champion da schon nehmen. Okay. Oh. Nur Luft. Fries. Gift ist drauf. Fries ist auch drauf eigentlich. Aber da fehlt mir. Mir fehlt jetzt hier so ein bisschen was gerade. Fällt's euch auf? Ah, gehen die alle kaputt? Ja, die gehen kaputt. Perfekt. Sehr schön. Die gehen in jedem Fall alle kaputt. Und die gehen auch noch nach da ran. Alles klar. Wir können hier mal ihn hier spielen. 1, 2, ja, ein bisschen Loot haben wir geholt. Darauf kommt es an. Und Stern haben wir auch gemacht, also Tagesstern. Da kommen jetzt noch mehr Fallen. Oh Mist. Ja, diese Fallen, die nerven mich aber auch. Ich meine, die nerven vor allen Dingen den Royal Champion hier. Der braucht da immer so lange für, ne? Ihre Schippe, da guckt euch das an. Aber der ist schon angehetet dort unten, der Bogen hier. Und ich habe aber noch eine ganze Masse Hexen. Sprungzauber ist noch aktiv und trifft da auch nicht alle. Okay, oh, der Gift. Oh, da hat es gerade meine Queen zerlegt. Aber ich habe, glaube ich, noch genug Hexen für... Ah, da ist noch Flächenschaden. Okay, da ist jetzt noch Flächenschaden. Ob das reicht, Leute, für den dritten Stern hier für 100% mit Spam. Mit der Spam-Taktik. Na. Es reicht knapp. Es reicht knapp nicht. Okay. Timefail. Nein, doch nicht. Okay, es hat nicht gereicht. Aber war in Ordnung. Wir sind wieder leicht über 4000, glaube ich. Ja, da will ich mich so ein bisschen so aufhalten. Und die Armee ist auch ganz schick. Sie ist auch nicht ganz so teuer. Quick Train. Ich habe nämlich im Moment überhaupt keine Supertruppe da oben am Start. Obwohl die kamen jetzt nochmal raus. Das sind die drei Gobis. Und die anderen habe ich hier allerdings nicht am Start. Und habe ich hier jetzt schon was drin? Ne, muss ich noch ein bisschen Bonus reinfarmen. Ja, auch noch. Naja, es gibt einiges zu tun hier. Ich werde jetzt erstmal auf die anderen Accounts switchen und da vielleicht auch nochmal die Challenge spielen. Denn so schlecht ist sie ja nicht. Ich meine, sie bringt ganz gut Loot. Was brachte die denn eigentlich an? Reward mit. Oh, geil, eine Schippe. Super. Besser Reward ever, oder? Ich meine, sie machen damit Werbung, ne? Great Rewards. Okay. Das ist wirklich very great. Also diese Schippe da. Und das ist auch very great hier unten. Very great vor allen Dingen for Max Players. Sind immerhin 10 Gems. Und die ist ganz gut. Die Ressourcenpulle hier. Die ist in Ordnung, wenn man noch was zu leveln hat. Was muss ich denn eigentlich machen? Ein paar Päcker nehmen, okay. Ein paar Ballons nehmen. Aber 6 muss ich nehmen, okay. Habe ich natürlich eigentlich selten dabei. Naja. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Szenerie findet und wie ihr auch die Challenge mal wieder findet. Also ich fand sie jetzt, wie gesagt, nicht gerade sehr schwer. Ihr habt das gesehen. Einfach reingeworfen, die Truppen. Und 91% geholt. Ja, also ich weiß nicht, ob man das überhaupt dann noch Challenge nennen kann. Die anderen Challenges waren knackiger, aber ich glaube, die Challenge hier, die ist ganz, ganz schnell geknackt. Ja, wenn euch das ganz gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Clash of Clans in Clash Royale, nee, andersrum, Clash Royale in Clash of Clans. Mal sehen, ob es das andersrum auch gibt, müsste ich jetzt mal verfolgen in der Clash Royale Szene, ob das andersrum auch funktioniert. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Wir sind ja hier ganz locker im Clankrieg, hat noch keiner was getan. Ist im Moment ein bisschen super, super ruhig hier bei Clash of Clans. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe nicht, dass es an den Überfallgeschichten liegt, die ja so nichtssagend sind. Oder ob das an was anderes liegt, das könnt ihr mir vielleicht auch in die Kommentare schreiben. Im Moment bin ich Spiel ein bisschen halbtot. Euer Toto. Clasht.